Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Amazon-Haul für dich und du siehst, ich bin auch noch nicht ganz fertig geschminkt. Ich habe keinen Highlighter drauf, ich habe keinen Lidschatten drauf. Das würde ich gerne mit dir zusammen jetzt in diesem Video machen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Heute übrigens beim Friseur, beziehungsweise meine Tante hat mir meine Haare geschnitten. Da ist schon so ein Stück ungefähr von ab. Ja, aber sie sehen jetzt einfach viel gesünder aus, ne? Hat sie gut gemacht. Hat sie wirklich gut gemacht. Ich fühle mich jetzt irgendwie so ein bisschen voluminöser wieder und fresher. Und ja, das gefällt mir doch deutlich besser, als wenn man halt diese Zippelhaare unten hat, ne? Ja. So, der Karton ist relativ klein. Aber das ist nicht schlimm. Da sind viele schöne Sachen drin. Klar, wir haben jetzt Jahresanfang, da erneuert man dann auch die ganzen Kalender. Ich bin da immer sehr, sehr spät mit. Ich habe mir tatsächlich jetzt erst meine ganzen neuen Kalender geholt. Hier habe ich erstmal einen, den ich gerne bei uns in die Wohnung stellen möchte. Und zwar ist es Zeit, dir Zeit zu nehmen. Ich finde solche Postkartenkalender so immer total super. Also der ist halt echt gemütlich. Du hast dann nachher immer noch so die Postkarten, die du nehmen kannst und entsprechend verschicken kannst. Oder ich mache das ja ganz gerne, wenn ich irgendwelche Karten schreibe für Familie oder für Tauschpakete oder für Freunde oder ne, wie auch immer, dass ich dann auch solche Karten benutze und die damit reinpacke, weil da immer so schöne Sprüche drauf sind. Zum Beispiel hier, schreibe es in dein Herz, dass jeder Tag der beste Tag des Jahres ist. Und da hast du dann wirklich für jede Woche verschiedene Karten oder hier für die KW 13 im März, welch eine himmlische Empfindung ist es, seinem Herzen zu folgen. Das sind halt auch so schöne Zitate. Sowas gefällt mir und ich mag das einfach, wenn so positive Sachen in der Wohnung stehen und man immer wieder so einen schönen Spruch hat. Ja, und das ist so ein Aufstellerkalender und den habe ich mir dann gekauft für in die Wohnung. Den nächsten Kalender, der ist sehr klein, den packe ich jetzt auch mal eben aus. Den habe ich geholt für die Arbeit. Den kann ich mir dann ganz schön an den Schreibtisch stellen. Das ist dann wirklich so ein Monatskalender. Und das, ja, der Kalender heißt, ich will einen Pinguin, der mir morgens applaudiert, wenn ich aufstehe. Das ist auch so ein Hinstellkalender, ne? Und der war auch einfach günstig, ne? Und da hast du dann so niedliche kleine Bildchen da immer mit drin. Fallen meine Augenringe arg auf. Krass, der Panda kann sprechen. Ja, sowas spiegelt dann auch so ein bisschen meinen Humor wieder und ja, alles muss man selber machen lassen. Ist total super. Ich, ja, mag das. Und sowas steht dann ein bisschen subtil bei mir am Schreibtisch und mal gucken, ob den Kollegen das auffällt. Ich hatte für 2018 einen Kalender da stehen. Das ist dann halt für jede Woche gewesen. Das war auch so ein, ich weiß nicht, jeden Tag ein Sonnenstrahl oder so Kalender. Ich weiß nicht, den gab es bei Aldi. Den fand ich auch ganz schön. Ich mag das einfach so ein bisschen Herzlichkeit und ein bisschen was Eigenes mit ins Büro zu bringen. Meine Kollegin freut sich da nicht ganz so drüber. Aber sie erträgt es, sagen wir mal so. So, dann gab es so ein Angebot. Und zwar konntest du hier so ein Garnier Hydra Bomb Tuchmaskenset kaufen. Mach mal auf. Und das sind ja von Garnier diese Hydra Bomb Tuchmasken, die ich ja echt gerne mag. Und dann steht hier auch 7 Tage Pflegekur für deine Haut drauf. Entdecke jetzt alle 7 Tuchmasken von Garnier für den extra Pflegeboost. Finde ich sehr witzig. Das erinnert mich ein bisschen an meine Maskenwochen, die ich auch immer so abdrehe. Ich benutze aber dann gerne verschiedene Masken von verschiedenen Firmen, um die halt auch zu vergleichen. Und hier hast du dann ja, die 7 verschiedenen Masken drin. Mit Frische, Kick und Granatapfel, die Beruhigende mit Kamille, die Matierende mit grünem Tee, der Glow Booster mit Sakura, der Power Nap mit Lavendel, das habe ich glaube ich auch noch gar nicht ausprobiert, die Porenverfeinernde mit schwarzer Alge und die Klärende mit schwarzem Tee. Ne, das sind die 7 verschiedenen, die halt Garnier so auf dem Markt hat. Und das finde ich ganz cool, entweder für mich oder zum Verschenken oder wie auch immer. Ich bin mal ganz gespannt, was ich damit so anstellen werde. So, dann habe ich mir, weil ich hatte in meinem Amazon Beauty Adventskalender, den ich übrigens in meinem Ranking vergessen habe, ist mir aufgefallen,
einen 5-Euro-Gutschein drin gehabt für Amazon Beauty Premium oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das genau heißt. Oder Luxury oder sowas. Luxury. Und da habe ich mir dann einfach mal den Mary Luminizer gegönnt von The Balm. Und bin ich immer wieder mal drum zugeschlichen, habe ihn immer mal wieder irgendwo gesehen. Und jetzt habe ich ihn mir von Amazon gekauft. Und ich habe noch keinen Highlighter drauf. Und das wollte ich jetzt einfach mal mit euch zusammen hier machen. Ich habe ihn noch nicht geswatcht. Ich bin mega aufgeregt. So sieht der aus. Oh, wunderschön. Irgendwas ist in der Verpackung passiert. Da ist so ein Kreis. Mach das mal sauber. Warum habe ich in letzter Zeit so ein Problem mit kaputten Verpackungen? Das ist gemein. So, hier habe ich jetzt einen Pinsel von Luxie. Und zwar ist das die Nummer 522, der Tapered Highlighter Brush. So sieht er aus. Und dann gehen wir mal in dieses wunderschöne Fännchen rein und tragen ihn auf. Ich liebe das Gefühl, wenn ich das erste Mal mit dem Pinsel in so ein Produkt reingehe. Ja, ist schon ein Produkt drauf, würde ich sagen. Und dann gebe ich ihn mir. Ui! Ui! Nicht zu viel versprochen. Love it. Und die andere Seite auch. Ich klopfe das nicht ab. Ich will ordentlich Highlighter. Ich. I like it. Oh. Das Näschen. Bisschen noch auf den Nasenrücken. Oh, ist der schön. Eieiei. Hier tupfe ich auch noch ein bisschen, aber vorsichtig wegen dem Lippenstift. Ach, wisst ihr was? Ich finde, da kann noch ein bisschen mehr drauf, oder? Oh, ich mag den. Oh, ist das schön. Der ist sanft. Ich finde ihn schön. Ich genieße ihn. Ja, ich freue mich gerade. Es sieht schön aus. Ich mag den richtig gern und ich kann es nachvollziehen, dass dieser Highlighter so gehypt wird. Ja, das ist so ein leichter Goldfinish, ein leichter Goldschimmer auf der Haut. Und der lässt sich auch schön aufbauen. Da kannst du dir ein richtig geiles Overhighlight mit zaubern, wenn du Bock drauf hast. Ach komm, hier oben soll ich auch noch ein bisschen. Ich will noch mehr. Am liebsten mal Fullface-Highlighter, oder? Das wäre doch mal eine Videoidee. Dann gehe ich als Einhorn. Mache ich mir ein Horn auf Stirn. Egal. Ja, auf jeden Fall. Ja, liebe ich ihn jetzt schon und finde es mega gut, dass ich ihn in meiner Sammlung habe. Schönes Teil. Und die Emotionen gehen weiter. Ich habe hier die Luvia Cosmetics Palette Secrets of Amira geholt. Dieser Versandkarton ist nochmal extra ausgepolstert mit Schaumstoff. Leute. Und hier ist sie. Da soll man sie aufmachen. Eine wunderschöne Verpackung. Passt sie nicht großartig zu meinem Lippenstift und zu meinem Oberteil? Ich habe das nicht jetzt deswegen heute so angezogen. Also das Oberteil habe ich heute Morgen angezogen, ja, aber nicht mit der Absicht, dass ich damit im Partnerlook gehe. Und den Lippenstift habe ich dann passend zum Oberteil gemacht. Aber ich mache sie auf. So, und hier ist es nochmal in der Verpackung drin. Also die wird gehütet wie ein Augapfel, würde ich mal so sagen. Guckt euch die Verpackung an. Ei, ist das hübsch. Ich mag das. Ist irgendwo schlicht, aber irgendwo halt dann auch schon wieder nicht mehr so schlicht, ne? Baby, du musst großartig sein, wenn du so viel Verpackung um dich drum zu hast. Es ist hier mit so einem Metall, ach Quatsch, Metall, mit so einem Magnetverschluss. Dann hast du da nochmal eine Folie drüber, die du auch so über Schokoladenpralinenpackungen hast, dann ist diese Palette hier nochmal eingepackt. Und hier ist das schöne Schätzchen dann in der finalen Größe. Also unheimlich viel Verpackung drumherum. Aber das ist ja alles auch, um die Palette zu schützen. Und oh,
würde gerne mal sagen, fühlt mal. Also es fühlt sich richtig schön an. Das ist so uneben und ja, glänzt ja auch so schön. Und die ist echt der Hammer von außen schon mal. Und von innen ist sie geil. Richtig geil. Ja, ich mag die Farben. Also, ich blende euch jetzt auch mal ein paar Swatches ein, beziehungsweise ein paar. Ich swatch euch die ganze Palette und blende euch das mal ein. So, hier haben wir nochmal die Palette. Du kannst übrigens hier auch den Spiegel einfach so umklappen und kannst dann auch super damit arbeiten. Das ist echt, oh. Oder du nutzt halt auch noch den Spiegel mit. Und voilà, die Swatches. Wenn das nicht mal eine Mega-Pigmentierung ist. Also das ist die erste Reihe und das ist die zweite Reihe. Und ich liebe diese Pop-up-Farben. Also, oh, boah. Und diese Schimmertöne, die ultra krass pigmentiert sind. Also das ist eine krass geile Ultra-Palette, oder? Der Wahnsinn. Also ich liebe dieses Blau, dieses Türkis. Das sind halt so diese Popfarben, die du in der Palette hast. Ansonsten sind das relativ neutrale Töne. Diese wunderschönen, glitzernden, nicht glitzernden Schimmertöne mit dabei. Oh, es ist ein Traum. Und dann mache ich mal so einen kleinen Quickie-Look. Haare kommen jetzt erstmal nach hinten, denn die will ich nicht im Gesicht haben, wenn ich diese Palette ausprobiere. Nein, nein, nein. Sehe ich hier das so streng aus, ne? Wenn die Haare nicht oben als Bommel sind, sondern hinten. So dieser Dutt. Natürlich verwende ich dafür auch die Luxi Pinsel. Ich habe mir ja in meinem Rossmann Haul, den verlinke ich euch hier oben mal, die Pinsel gekauft, also das Pinselset. Ja, dann nehme ich mir dann erstmal die Nummer 8 aus dem Prime Beginn Set. Das ist so ein ganz normaler Lidschattenpinsel. Der ist quasi so ein bisschen flacher, aber nicht ganz flach und halt hier gerade und ein bisschen fluffig. Und dann werde ich erstmal mir eine Primerfarbe aufgeben. Dann nehme ich hier Sherbet und gebe mir das komplett einmal auf mein Lid. Ei, ist die schön. Die deckt ganz gut meine, ja, doch ziemlich ausgeprägten Äderchen ab, die ich so auf meinem Auge habe. Und ich muss wirklich nur ganz, ganz leicht und kurz in diese Palette reingehen, um überhaupt was auf den Pinsel zu kriegen und hab direkt, dass ich mich schminken kann. So, dann gehe ich jetzt in die Farbe Caravan hier unten und setze mir die in meine Lidfalte, beziehungsweise wie immer ein bisschen drüber, weil ich ja ein bisschen, sagen wir, ein bisschen Schlupflid habe. Da muss man ehrlich zu sich selbst sein, ne? Dann nehme ich mir den Pinsel Nummer 7. Das ist ein kleiner Blenderpinsel, also iBlender Small heißt ja. Nehme mir hier die Farbe Dune. Das ist eine relativ dunkle Farbe. Du hast übrigens ein bisschen Kickback in der Palette und so, aber das ist nicht schlimm, weil die Farben sind schön pigmentiert. Und das gebe ich mir hier wirklich in mein, ja, zur Vertiefung nochmal, ne, in die Lidfalte rein. Bei mir, wie gesagt, immer etwas höher, weil halt da die Geschichte mit dem Schlupflid am Start ist. Ich ziehe mir das nicht bis ganz nach vorne, sondern nur so bis, ich kann, zwei Drittel oder so. Wenn wir das gemacht haben, versuche ich mal hier mit der Nummer 6. Das ist eigentlich der Concealer Brush. Das ist ein ganz flacher Pinsel, der oben dann so ein bisschen rund zugeht, mir ja, Schimmerlidschatten aufzutragen. Und zwar möchte ich anfangen an der äußeren Seite hier mit Horizon Copper. Das ist ein ja, schöner roter Schimmerton. Oh, der ist wie Butter. Und den presse ich mir einfach nur da drauf. Oh, ist das schön. Mega. Also, die Farbe ist dann direkt da. Ich muss mir nicht jetzt irgendwie eine Cut Crease oder sonst was ziehen. Die Farbe ist da. So, dann nehme ich mir die Farbe Türkisch Mokka. Die ist etwas heller. Ich lasse den Pinsel übrigens so, wie er jetzt ist und mache den nicht sauber, weil die Farben sich ja nachher eh miteinander vermischen sollen. Genau, dann gehe ich hier nochmal rein in Türkisch Mokka, wie gesagt, und presse mir das in die Mitte.
Ich finde es richtig gut. Also, Pigmentierung ist da, lassen sich super auftragen. Ich hatte ein bisschen Schiss gehabt, aber es funktioniert. So, und für das letzte Drittel nehme ich mir hier die Farbe Desert Gold. Das ist, oh, so ein schöner Ton. Ha. Und gebe mir das halt in die Mitte. Der ist mega. Ich drücke den halt immer so an und ziehe ihn dann weiter noch ein bisschen in die andere Farbe mit rein, sodass sich die Farben direkt schon beim Auftragen miteinander vermischen. Das funktioniert bei mir eigentlich immer ganz gut und dadurch bekommt man einen schönen Farbverlauf hin. Oh, also für mich als jetzt nicht Make-up-Pro ist das eine super Palette, weil die Farben sich so schön anfühlen. Und so schön auftragen lassen. Du kannst da echt nicht viel falsch machen. Du hast null Fallout und du hast einfach super schnell und einfach einen tollen Look, ne? Also, das war jetzt echt nicht mega viel Aufwand. Ich bin auch noch nicht fertig, aber, ne? Ach, es gefällt mir jetzt schon. Guck mich die ganze Zeit gerne an, weil das einfach schön aussieht. So, da ich mir jetzt ein Innenwinkel-Highlight setzen möchte, mache ich diesen Pinsel eben noch ein bisschen auf dem Kosmetiktuch sauber. Also nur grob, ne? Das muss ja nicht viel, aber Hauptsache, dass das Grobe erstmal abkommt. Dann nehme ich mir nämlich wieder Desert Gold und ziehe mir den hier wieder rein. So, ich habe mir den auch noch ein bisschen jetzt hiermit noch runtergezogen. Ein bisschen noch reinziehen. Das ist einfach eine schöne Verbindung. Erstmal verblende ich jetzt oben mal die Lidschatten, bevor ich unten weitermache. Und dafür nehme ich hier die Nummer 8. Das ist so ein etwas größerer Blendepinsel. Und dann nehme ich die Farbe Sahara. Ganz bisschen nur auf den Pinsel und blende das nach oben hin aus. So, jetzt sieht das alles ein bisschen softer aus. Ja, es ist noch nicht perfekt, aber ich bin auch echt nicht ein Make-up-Profi. Wie gesagt, es ist nicht perfekt und es wird bei mir wahrscheinlich auch niemals perfekt werden. Leute, wir müssen stark sein, denn ich versuche mich jetzt echt mal was zu trauen. Und zwar liebe ich ja diese Farbe Indian Ocean. Und die setze ich mir jetzt mal unter mein Auge. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Aber es ist halt so eine kleine Popfarbe und wir versuchen es jetzt einfach mal. Achso, dafür nehme ich hier diesen, eigentlich ist es ein Eyeliner-Pinsel, aber ich benutze ihn gerne für unten drunter. Die Nummer 4. Römische Zahlen lesen, Leute, ne? Herzlichen Glückwunsch. Das ist halt so ein abgeflachter, sehr flacher, abgestreckter Pinsel. Puh, mal gucken. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mir irgendwie blauen oder grünen oder sonst was bunten Lidschatten aufgegeben habe, war, als ich irgendwie ein Teenager war. Oh, ich glaube, da kann ich sogar noch mehr machen. Bisschen mehr, nur ein kleines bisschen. Ich finde, das sieht irgendwie ziemlich cool aus sogar. Also wenn man abends mal weggeht, wäre das mal auf jeden Fall eine coole Geschichte, weil ich habe ja auch grün-braune Augen. Ich mache mal die andere Seite. Das hat auf jeden Fall was, ne? Ohne Witz, es gefällt mir. Wahnsinn. Doch, finde ich cool. Also ist gewagt, aber ist cool. Ich weiß nicht, was meint ihr? Wie findet ihr das, wenn man so unter dem Auge mal so eine Popfarbe verwendet? Ich finde es echt mal ein bisschen interessant. Ich habe sowas vorher noch nicht gemacht und ich fühle mich ganz schön stylisch damit. Ich finde, die Augen strahlen damit auch schon ein bisschen mehr, ne? Ja, da habe ich mich mal was getraut. Ne? Ja, in der Theorie würde ich jetzt noch ein bisschen Mascara wieder auftragen und so, aber die habe ich jetzt gerade nicht hier. Echt geile Palette, Leute. Schaut euch die an. Also die Pigmentierung ist super geil und ich finde, dass man, wie gesagt, damit einen super
einfachen, schnellen Look hinbekommt. Also ich gucke jetzt gerade mal unten auf die Uhr. Ich bin jetzt insgesamt am Drehen, ganze 33 Minuten. Ich werde dir ein bisschen was wegschneiden, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so lange dauern, wie es hier unten da bei mir angezeigt wird. Aber das war ja mit Haul, ne? Also von daher, der Look hat nicht so lange gedauert und es geht schnell. Zack. Ihr merkt es, ich bin begeistert. Ich stehe auf diese Palette. Ich mache mal eben wieder meine Haare normal. Sonst sehe ich so streng aus. Und dann setze ich mir gleich vielleicht noch eine Hornbrille auf und ihr denkt, dass ihr euch alle hinsetzen müsst und gleich gibt es ein Diktat, Leute. So, jetzt seht ihr den Look nochmal von weitem. Also mir gefällt es richtig gut. Ich werde ihn jetzt auch drauf lassen und gleich noch ein Haul für euch drehen. Denn heute ist noch ein anderes Paket gekommen, was ich gerne mit euch zusammen öffnen möchte. Ja. Was ich auch noch sagen wollte, die Palette gibt es ab und an mal wirklich reduziert. Ich habe die auch mit einem 20% Gutschein bekommen. Ich hatte den 20% Gutschein von dem lieben Maxim Giacomo bekommen. Ich kram den Gutschein mal raus und schreibe ihn euch unten in die Infobox. Ich habe keine Ahnung, ob der noch gültig ist. Probiert es einfach mal aus. Also, wie gesagt, 20% Rabatt und die kostet normalerweise 24,90. Dann kostet die nur noch irgendwie 19,90 €. Habt ihr auf jeden Fall 5 € gespart. Das ist doch cool. Ja, so. Das so zur Info und ich schreibe euch immer, wenn ich irgendwas finde, irgendwelche Infos oder Gutscheine oder sonst was, schreibe ich das immer unten in die Infobox. Also guckt immer vorbei. Ja, so. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch der Look. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Anregungen, Kommentare und Verbesserungsvorschläge für den Look gerne auch unten in die Kommentare rein, denn ich lerne unheimlich gerne auch einfach mal dazu. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!